Ja, grundsätzlich war der Tag erstmal wie immer. Die Kinder mussten zur Schule. Das Besondere an dem Tag war, dass Henrik halt den Ausflug machte mit der Schule nach Bremen ins Jump House und ich ihn deshalb noch zum Bus bringen musste. Und ja, dann kam mittags der Anruf von der Lehrerin. Ja, also bei Henriks Rettung war ich quasi unmittelbar vor Ort. Wir waren damals mit der Klasse ins Jump House gefahren, zur Waterfront. Und dort war ich eben unmittelbar vor Ort, als er seinen Herzstillstand hatte. Die aktuelle Schichtleitung ist kurz ins Büro gekommen, hat dann einen Funkspruch erhalten, dass ein bewusstloser Junge auf den Trampolinen liegt, hat den Notruf abgesetzt und wir sind dann direkt zu den Trampolinen. Weil in dem Moment habe ich ihn eben am Boden liegen sehen und sein Freund hat mich quasi darauf aufmerksam gemacht, dass er quasi sich nicht mehr bewegt. Also er sagte: Frau Hinrichs, Frau Hinrichs, Henrik bewegt sich nicht mehr. Er hatte blaue Lippen und habe dann direkt gedacht, ich muss den AED holen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, ich habe intuitiv reagiert und mich auf den Weg zum AED gemacht. Und dann hat eben Frau Spiekermann mit mir zusammen dann die Rettung durchgeführt. Also sie war auch diejenige dann, die den Defibrillator zu Rate gezogen hat, also die den hergebracht hat. Und wir beide haben dann zusammen nach Anweisung dieses Gerätes, das ist ja sehr, sehr einfach, dann quasi die Rettung oder die Wiederbelebung vollzogen. Und damit wurde Henrik perfekt, muss man sagen, ohne zeitliche Verzögerung behandelt und wieder aus dieser Situation herausgeführt. Und dafür spricht ja auch das neurologische Ergebnis. Henrik hat dieses Ereignis fantastisch überstanden. Die EKG-Daten sind im Grunde nahezu unersetzlich für die spätere Entscheidungsfindung, was man mit dem jeweiligen Patienten dann medizinisch zu tun hat. Man kann diese Daten gar nicht genug wertschätzen, die da erhoben wurden und die uns dann letztendlich auch übermittelt wurden, weil sie entscheidend sind für den medizinischen weiteren Weg, den wir mit dem Patienten einschlagen, um ihn entweder entsprechend adäquat zu behandeln, was seine Herzrhythmusstörung betrifft, auch die richtige Strategie für sein weiteres Leben zu treffen, wie im Fall von Henrik, dass er dann einen Defibrillator implantiert bekommt. Und überhaupt, um zu wissen, ob die Ursache für das Ereignis eine Herzrhythmusstörung war oder eine kardiale Ursache. Jump House gibt es seit 2014 und wir haben mehrere Standorte und es war für uns der erste Herznotfall, den wir hatten mit dem AED und wir sind sehr glücklich, dass wir den AED angeschafft haben und alleine deshalb hat sich schon gelohnt. Henrik hat das Krankenhaus in einem neurologisch vollkommen uneingeschränkten, das heißt komplett wiederhergestellten Zustand verlassen. Henrik ist somit ein Ausnahmefall, ein glücklicher Ausnahmefall aufgrund der Ersthelfer, muss man auch sagen. Natürlich auch der folgenden Rettungskette, die lückenlos und perfekt funktioniert hat. Also er stand damals mit seiner Familie also vor dem Lehrerzimmer mit einem ganz großen Blumenstrauß in der Hand und er sagte, glaube ich, so etwas Ähnliches wie: Ja, danke, Frau Hinrichs, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ja, ich war sehr gerührt, also sehr emotional und einfach froh, dass der Junge so lebendig vor mir stehen darf und kann. Das ist War uns ein großes Anliegen, dass wir uns persönlich bedanken und haben dann den Termin für eine Kontrolluntersuchung in Bremen genutzt und sind dann mit der ganzen Familie im Anschluss an die Kontrolluntersuchung ins Jump House gefahren und haben dann ein freudiges Wiedersehen mit den Mitarbeiterinnen dort. Ich glaube, die Emotionen haben uns da eher übermannt und wir haben uns einfach in die Arme genommen und Tanja hat uns oder hat Henrik auch sofort wiedererkannt und dann haben wir einfach dieses Kennenlernen dann genossen. Henrik geht es heute sehr gut. Er kann zum Glück das Leben eines ganz normalen Teenagers führen und keinerlei gesundheitliche Einschränkungen. Ja, wir können uns nur von Herzen bedanken und sagen, dass die das sehr gut gemacht haben.